Nächster Redner ist der Verfassungssprecher der ÖVP, Wolfgang Gerstl. Sie können uns natürlich bis 20 ausdehnen. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Kollege Strache, das lassen wir uns von Ihnen nicht sagen. Von Ihnen alleine. Dass Demokratie das höchste Gut ist. Weil Demokratie das höchste Gut ist, Herr Kollege Strache, stellen Sie sich bitte nicht ins Abseits, sondern stimmen Sie dafür, dass wir diese Wahl auf den 4. Dezember verschieben. Weil uns die Demokratie so wichtig ist, dass jede Stimme zählt. Da wären Sie am richtigen Punkt. Lassen Sie zu, dass jede Stimme zählt. Und wenn jede Stimme zählen soll, dann sind Sie für Verschiebung. Sie haben sich dreimal im Kreis gedreht, Herr Kollege Strache. Umgekehrt hätte ich mir von Ihnen ja eigentlich eine totale Verschwörungstheorie erwartet. Amerikanische Ostküstenfreimaurer sind unterwegs in Österreich, sammeln ein alle aufgegangenen Wahlkuverts, werden in der Wahlnacht gefüllt und herausgenommen, Hofer-Stimmzetteln und dann mit Van der Bellen-Stimmzetteln belegt. Das wäre wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie, die von Seiten der FPÖ wieder aufgegangen wäre. Nicht, Herr Kollege Kickl, das wäre doch eine Verschwörungstheorie von Ihnen, dass alles nur gegen Sie gerichtet ist, Herr Kollege Kickl. Lassen wir doch die Kirche im Dorf. Mein Sohn ist ein Fußballnachwuchsspieler. Wenn der Trainer Fußballschuhe einkauft und die Fußballschuhe gingen dann während dem Spiel auf, na was wird passieren? Man wird das Spiel verschieben, weil die Schuhe nicht gepasst haben. Und was ist das jetzt in diesem Fall? Ja, Herr Kollege, wenn Sie einen Auftrag übers Internet geben und eine Druckerei beauftragen und Wahlkuverts sich kommen lassen und dann stimmen die Wahlkuverts nicht. Wer, Herr Kollege Strache, ist schuld, wenn der Auftragnehmer einen Auftrag nicht erfüllt? Bleiben Sie bei Ihren Punkten. Es ist einfach so, wenn Sie etwas bestellen, und derjenige, der es Ihnen zu liefern hat, liefert Ihnen nicht ordentlich, ist nicht der Auftraggeber der Schuldige. Also tun Sie nicht immer Schuldige konstruieren, wo es nicht die Schuldigen gibt, sondern die Republik. Sondern die Republik hat das gemacht, was sie in dem Fall genau tun muss. Sie geht zu dem Auftragnehmer und sagt, Gewährleistungsfall, du lieferst mir neue Kuverts. Und das ist das einzige Richtige, was Sie rechtlich machen können. Das ist das, was der Auftraggeber tun muss. Und das ist gut und richtig für die Demokratie, weil damit jede Stimme in Zukunft wieder zählt, Herr Kollege Strache. Denn, liebe Zuseherinnen und Zuseher, es wäre ja eine Verwunderung gewesen, wenn es nicht auch in diesem Fall so wäre, dass alle es gut finden, dass man die Demokratie sichert und dass man allen Österreicherinnen und Österreichern die Stimme zukommen lässt. Auch wenn es nur zwei notorische Neinsager da hier nicht gäbe. Zwei notorische Neinsager, die FPÖ und das Team Stronach. Es ist immer das Gleiche. Sie haben noch nie zu irgendwas Ja gesagt. Sie haben noch nie gesagt, in welche Richtung Sie es haben wollen. Sie haben nur immer Nein gesagt. Auch wenn es in dem Sinne für die Demokratie ist, Herr Kollege Strache. Sie sollten endlich hier mal nachdenken, was das Gescheitere für das Land wäre. Und was wir in diesem Fall auch noch gemacht haben, auch in Entsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wir beschließen heute, dass nämlich rund 46.000 Jugendliche, die nun zusätzlich wahlberechtigt geworden sind, auch am 4. Oktober ihr Stimmrecht erhalten können. Das ist für mich demokratiepolitisch wichtig, denn damit bekommt ungefähr der gleiche Wahlberechtigtenkreis wieder die Stimme wie zuvor. Das entspricht aus meiner Sicht dem Interesse auch des Verfassungsgerichtshofes. Und da möchte ich gleich den Kollegen von Team Stronach vorgreifen. Ich glaube, das ist das, was der Politiker machen muss, dass er schauen muss, dass immer möglichst gleich viele Leute wählen können. Dann entsprechen wir auch dem Ruf des Verfassungsgerichtshofes. Und man sollte sich nicht an das Wort des Gesetzes festglauben und sagen, wir lassen jetzt einfach, weil schon so viel Leute gestorben sind, weniger Leute wählen. Das wäre nicht gescheit, Herr Kollege Hagen. Sie werden das sicher danach erklären. Ja, was das Wahlrecht als solches betrifft, ja, da müssen wir uns zusammensetzen
und ich glaube, das haben die Klubobleute alle schon miteinander diskutiert, dass wir uns in einem eigenen Arbeitskreis zusammensetzen, dass wir all die Vorschläge, die von den Wahlbehörden auf den Tisch kommen, uns genau anschauen und dass man danach, was praxisgerecht ist, auch umsetzen. Denn ein Wahlrecht muss praxisgerecht sein, muss den Beisitzern helfen können und muss dafür auch Sorge tragen können, dass es zu keinen Manipulationen kommt. Daher, ja, ganz wichtig, Wahlrechtsreform. Ein Punkt dabei ist, dass es uns auch gelingen muss, Wahlbeisitzer wieder zu bekommen. Und da ist gerade die Freiheitliche Partei, da bin ich dankbar auch dem Kollegen Stefan, der das ganz ehrlich immer angesprochen hat, die Freiheitliche Partei und die Grüne Partei, die nicht genügend Wahlbeisitzer stellt. Und ich unterstütze den Vorschlag vom Kollegen Mödelhammer, dass man sich dabei was einfallen lassen muss, wie man es schafft, dass man genügend Wahlbeisitzer hat. Denn die müssten ordnungsgemäß zusammengesetzt sein. Und da brauchen wir alle Parteien dazu. Und da kann es nicht nur sein, dass die Regierungsparteien immer die Wahlbeisitzer stellen. Sondern es ist wichtig, dass auch die Oppositionsparteien entsprechend Wahlbeisitzer, Wahlhelfer und Vertrauensleute stellen. Es gibt noch viele Vorschläge, die dabei zu diskutieren wären, wie auch ein vorgezogener Wahltag, aber auch das E-Voting. Und ich möchte noch einen Punkt dazu sagen. Ich komme gerade aus einer Wahlbeobachtung in Jordanien. Wenn es dort selbstverständlich ist, dass jeder, der gewählt hat, elektronisch in jeden Wahlsprengel registriert wird, dann werden wir wohl eine elektronische Registrierung auch bei uns diskutieren wohl können. Das ist jetzt nicht das E-Voting, aber der Einsatz elektronischer Mittel direkt in der Wahlzelle und damit die Fehlerhäufigkeit vielleicht bei Wahlbeisitzern oder zu reduzieren bei Wahlkommissionen, wie sie es gehabt haben, das sollten wir wirklich ernsthaft angehen und sollen nicht so tun, als wie wenn die Elektronik nur schlecht wäre. Da sollten wir ruhig und mutig einen Schritt nach vorne gehen in mehr direkte Demokratie, in mehr neuer technischer Mittel und dafür zu sorgen, dass wir eine Bundespräsidentenwahl auch in Zukunft 100%ig sicher und gerecht auch durchführen können, sodass keine Stimme in Zukunft verloren wird. Abgeordneter Christoph Hagen als Nächster.